Hey, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Angespielt. Ich weiß noch nicht, warum er bei 5 Grad ins Shop gegangen ist, keine Ahnung. Rusted Warfare. Ein Real-Time-Strategy-Game. RTS-Strategy heißt das. Also Real-Time-Strategy-Strategy heißt die App. Es gibt eine kostenlose Demo, die eignet sich fürs Angespielt sehr gut. Und man kann es ansonsten, oder muss es ansonsten kaufen mit 69 Cent bzw. 2,29 € wenn es nicht im Sale ist. Wir gucken uns mal den Einzelspieler an. Nö. Starten eine Kampagne. Mission 1, Dividing River. Alles andere ist noch gesperrt. Und dann sieht er locked. Destroy the enemy base on the left side of the river. Building extractors on the resource pools to the north might be helpful. Hier oben haben wir etwas, was wir ja scheinbar machen sollen. Warum sind jetzt schon Feinde? Lass mich doch einfach mal. So, ein Bauarbeiter. Ich hätte vielleicht doch ein bisschen Hilfe gebraucht, ha? Echt so toll, wieder anschalten. Ja, Schwierigkeit Medium. Very easy, easy, hard, very hard, impossible. Erzwinge englische Sprache anstatt deiner Landessprache. Naja, ist trotzdem noch Englisch, ne? Besprechung. Achso, Briefing. Ich will ganz normal das Spiel verlassen. Und da ganz gerne dann. Das ist genau das gleiche. Ne? Ach, guck mal, geht's weiter runter. Energiesparmodus. Zeige FPS, Netzwerk. Nö, ich hätte jetzt gedacht, dass ich nochmal die Hilfe mir anzeigen lassen kann. Gut, weiter geht's. Oder machen wir mal das Spiel verlassen und machen es nochmal neu. Vielleicht zeigt es mir dann an. Start anyway. Und wir starten also neu. Schau mal nicht, okay. Achso, das ist ein Panzer. Das ist ein Turm, ja. Dann haben wir hier einen Extraktor. Wir können einen Bauer, da unten kommt schon wieder ein Gegner. Wir können natürlich noch ein paar mehr. Was ist das für einer? Ein schwerer Panzer. Kann nur Bodeneinheiten angreifen. Ein Hover-Tank, leicht gepanzert, kann sich über Wasser bewegen. Wer ist das da? Ach, guck mal, ich habe Unterstützung erhalten. Eine Artillerie, ne? Ich mache mal noch einen Panzer dazu. Muss sie leider echt einzeln antippen, ja. Alle deselektieren. Eieiei. Guck mal, Wasserfahrzeuge. Okay, ich kann nicht mal alle auswählen. Ich muss die ernsthaft alle einzeln anklicken. Ich hoffe nicht. Ich kann aber nicht rüberziehen. Alle deselektieren. Ja, ich gehe einfach mit dem einen Panzer, weil ich habe keine Lust, alle einzeln anzuklicken. Das ist ja voll nervig. Aber was soll ich da oben machen? Wir kriegen hier regelmäßig super viel Gold dazu. Was ist das hier? Ach, guck mal. Rauszoomen, reinzoomen und auf zur Mitte. Dum, 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 dum. Eine Verteidigung. Wir brauchen dafür was, um den zu reparieren. T2 Geschütz. Ach, guck mal, man kann die auch noch verbessern. Geschützturm einmal. Den kann ich nicht verbessern, scheinbar. T2 Geschütz. T2 Artillerie. Increase HP Attack Limit in Range. Nehmen wir mit. Und das können wir zu einer Artillerie machen. Large Increase Range. Und noch ein schwerer Panzer. Ein T2 Flak, das ist wegen gegen Flugeinheiten, ne? Ich meine, wir haben so viel Zeug, dass wir es einmal mitnehmen können. Machen wir ein Sam. Schauen wir, was das bringt. Verbessern auf T2. Die Fabrik kann T2 Einheiten bauen. Bauarbeiter oder ein Scout. Baut und repariert Gebäude kann nicht angreifen, ne? Nehmen wir den erstmal mit. Setze Wegpunkt hier hin, dass sie gleich dort sich hin platzieren. Mal schauen, wenn ich einen Bauarbeiter habe, was passiert. Uff, achso, ich sollte einen Extraktor da oben hinbauen, ne? Kann nur auf. Ja. Oh. Ich sollte vielleicht einen schweren Panzer als Begleitung mitnehmen. Hier ist auch noch ein Extraktor. Wir werden mal noch zwei Scouts bauen. Ach Quatsch, nicht Scouts, Bauarbeiter. Ey!
Der will mal einen Extraktorplatz bauen. Laserschnitt, Reparaturstation, Verarbeit, experimentelle Fabrik. Da ist ein Extraktor. So, baue ihn hin. Wir haben da aber auch noch ein Extraktorfeld, ne? Deswegen machen wir den hier auch noch hin. Zack. Dann das Einkommen dazu, sehr nice. Und links ist der Gene, hier wird wahrscheinlich eine Brücke irgendwo sein. Da kamen nämlich die anderen her. Können wir den Scout gleich mal nehmen. Ein Verarbeiter. Wir werden hier einen Geschützturm hinsetzen. So, dann machen wir noch einen Anti-Luft-Geschützturm. Der kommt ein Stückchen dahinter. Oh Gott, das war zu weit weg. Und plus 8 Dollar kriegen wir jetzt jedes Mal dazu. Mal durch den da. Wenn es hier ein bisschen Verteidigung zusätzlich dazu bauen. Eine Landfabrik, die habe ich scheinbar. Doch, die habe ich da unten schon. Das heißt, die können wir abbrechen. Eine Luftfabrik habe ich allerdings noch nicht. Quasi ein Hangar. Sind sie verbessert worden? Sind sie Raketenpanzer nicht verfügbar in der Demo? So, ein Plasma-Tank. Ups. Müssen wir ein bisschen Verteidigung hier aufbauen. Drumherum, um meinen extra verbessern T2. Ah ja. Geht auch noch. Können wir natürlich machen. Kostet uns zwar 1200, aber wir kriegen eine Verbesserung. Hier ist auch noch ein Platz frei. Gar nicht gesehen am Anfang. Wo kommt ihr eigentlich her? Da muss ich an mir vorbeigesneakt haben oder hat ihr eine Basis? Wenn auf T3 verbessert werden kann, ne? Mehr Leben und generiert mehr Credits. Seht ihr, wie sich meine Credits steigern? Machen wir das bei allen. Ups. Ah, ist gleich wieder zurückgelaufen. 2,5 kostet es. 58 pro Sekunde erhalten wir hier an Credits. Pro Sekunde. Ach, der ist noch nicht mal auf T2 aufgerüstet. So, der eine hat die Luftfabrik gebaut. A Light Gunship Interceptor Heli. Kann man sonst noch bauen? Eine Seefabrik baut Wassereinheiten, kann nur auf Wasser gebaut werden, verstehe. Quasi eine Werft. Warum nennt ihr sie nicht Werft? Wir produzieren 68, kann man noch weiter? Ne, das ist Maximum. 18 pro Sekunde. 12 pro Sekunde. Und hier aber noch auf T3 gleich verbessern. 2.500. Sehr schön. Ist ja auch schon. 18. 74 Credits pro Sekunde. Wir können natürlich rechts noch ganz kurz mal ein bisschen ausspähen, ob wir da noch ein paar Extraktoren finden. Erstmal schön unsere Defense aufrüsten. Was ist das hier? Select Group. Ah ja, guck mal. Add to Group, Replace Group. Ah, hier ist sogar noch einer. Sehr nice. Braucht mir einen kleinen Scout. Komme gar nicht an den ran. Weil ich kann den nur nach links platzieren, nicht mehr nach rechts. Ist das bescheuert? Oder hat er das gemacht? Einfach doppelt drauf tippen. Mein schwerer Panzer hat ein bisschen Schaden erlitten. Ich kann ihn allerdings bei der Fabrik, glaube ich, reparieren lassen. Habe ich am Anfang gesehen, oder war es der Turm gewesen? Na, wir schauen mal. Ich will mir hier noch einen Extraktor, ansonsten lasse ich den erstmal reparieren. Eine Mechfabrik.
Die auf jeden Fall kenne ich noch nicht. Haben wir auch noch einen? Ja. Ein Laserschild. Verteidigung, die weitreichende Projektile aufrüstbar. Ach so, super. Dann können wir da die Projektile nichts anhaben. Schon mal interessant, hier alles zu bauen. Wahrscheinlich brauchen wir das gar nicht, aber ich will es trotzdem haben. Wir sind bei 8000 Gold. Oh, komm, Gegner. Aber woher? So, mein Panzer ist wieder voll geheilt, wunderbar. Ich höre zumindest Kampfmusik. Da sind sie. Oh, die machen gut Schaden. Die machen sehr gut Schaden. Nehmen wir einen kleinen Schwert, einen kleinen Panzer dafür. Patrol Area. Okay, mach du mal. Ah! Okay, läuft jetzt die Strecke lang. Ja. Was kann man hier machen? Ein mobilen Geschütz um ein Artilleriemech, ein Basismech, ein Bauarbeiter. Okay, jetzt verbessern wir es mal auf T2. Auf T3 gleich mal in der ersten Mission alles erkunden. Was haben wir hier? Ich habe Gegner, ich habe Einheiten gefunden, ist ja witzig. Auf der Map gibt es also Einheiten zu finden. Und du hörst mal bitte auf zu patrouillieren. Geht es? So, unser Laser. Können wir auch so einen Flammenwerfer mal machen. Add Self-Repair, das ist natürlich auch cool. Heilt sich jetzt selber. Geschütz. Und hier auch mal eine Artillerie. T2. Tesla-Mech, Flammenwerfer-Mech ist nicht da, aber Plasma-Mech. Recharge after firing, long range. Okay. Sehr schön. Dann gehen wir gleich mal mit unseren Einheiten. Nein, Bomber kostet 4000. Ein Helikopter. Nehmen wir mal einen Helikopter mit. Was haben wir hier noch Schönes? Verbessern auf T2. Ein Landungsboot, ein U-Boot, ein Schlachtschiff. Underwater-Probe. Ich muss ich auch noch verbessern. Habe ich scheinbar noch nicht getan. 98 pro Sekunde oder sogar noch viel mehr. Sieht zumindest so aus. Und hier haben wir den Plasma-Mess. Boah, Alter, so ein Riesenviech. Ein mobiler Geschützturm. Ein Minigun-Mech. Wir nehmen dann noch mit. Dann gehen wir mit beiden mal voran. Wow. Krasse Viecher. Okay, der greift automatisch an, das ist super. Warum haben wir gerade aufgehört hat? Ah, jetzt waren sie langsam ein bisschen penetranter. So. Schick mal einen Bauarbeiter mit hinterher. Ich kann nämlich auch noch zusätzlich reparieren. Ein Artillerie-Mech, viel leichter bewegungsfähig beim Schießen. Ja, auch noch mit. Ja. Ob ich den reparieren kann, weiß ich gar nicht. Laserschild. Größere Reichweite, mehr Energie und schnellere Nachladen, mehr Lebenspunkte. Anti-Air-Flag. T3-Geschützturm, 11.000 Gold. Kann er ihn reparieren? Ja, dann geht es viel langsamer, als ist das auch noch. Ach, guck mal, ein Verarbeiter ist ja witzig. Können wir die beiden gruppieren? Tatsächlich. So, sagen die Gruppe zusammen. Ah, dann kommt auch noch einer. Der schwere Panzer. Der wird immer schneller, oder? Wenn er angreift, ist ja witzig.
Kleines Flugzeug. Ein Verarbeiter kann also auch noch was craften. Mal wegen hier eine Reparaturstation hinbauen. Um uns da regelmäßig zu heilen. Gut, gehen wir den Gegner zerstören, wa? 104 Gold pro Sekunde craften wir jetzt. Bzw. produzieren wir halt. Duf, duf, duf. Wir können ja noch ein paar Minigun-Mechs machen. Was ist das hier für einer? Artillerie-Mech. Wenn wir tatsächlich in die Gruppe reinmachen. Muss man erstmal verstehen, was das bedeutet. Haben wir noch einen Extraktor-Punkt. Dass wir die Gegner jetzt nicht killen könnten. Könnten wir uns da unser Einkommen verbessern? Kommt von links, also müssen die hier irgendwo sein, oder? Die kleine Fabrik. Pfiou! Ja, dann ist gleich down. Leider auseinandergenommen. Dafür habe ich mir hoffentlich jetzt seine gesamte Defense kaputt gemacht. Oh, der kann nicht mal genug Range, mich anzugreifen. Ach, schade, hä? Was soll ich eigentlich tun? Ah ja, okay. Ist das wirklich das Ziel? Kannst du aufhören, das zu reparieren? Wirklich das Ziel, ist kaputt zu machen. Victory! Finish game, keep playing. Oh, da waren noch Statistiken, die ich mir gerne angeguckt. Zweimal Credit-Erzeugung. Wir gucken mal. Da hat mir auch so ein Ding gebaut. Oh, die Artillerie. Zweifache Credit-Erzeugung, das heißt von 7 auf 14, ja. Was ist eigentlich meine Bauarbeiter? Hier. Experimentelle Fabrik nicht verfügbar. Atombomben-Launcher, die starten Nuklearraketen. Requires Missiles to be built. Wegen Nuklearraketen abgenutzt, Raketen, um gebaut zu werden. 45.000, um anzugreifen, 15.000, um sich zu verteidigen. So, so. Würde ich ja gerne bauen, die 45.000. Da sehe ich noch einen Gegner. Hallo? Dim, 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 dim. 109 pro Sekunde. Ist das aufgerüstet? Hups. Alle deselektieren. Ja, auf dem Handy ist das echt schwer, so ein Spiel zu spielen. Auch wenn ich Mausgehör habe, ist es immer noch ein Handy-Game. Wir haben jetzt plus 7. Das ist jetzt plus 14. Ist doch tatsächlich Maximum, ist ja schade. Na gut. Ich glaube, so lange warten, bis ich 45.000 habe, lohnt sich auch nicht, ne? Oh, ein Helikopter habe ich auch noch. Er hat eigentlich nur 150 Leben. Ich glaube nicht, dass er lange durchhalten würde. Aber er ist schnell. Richtig schnell. Verbündete Einheit AI Medium, das sind unsere Freunde gewesen, die uns am Anfang diese Panzer geliefert haben. Witzig, dass sie noch hier stehen. Da ist ein U-Boot. So, so. Du böses, böses Ding. Es gibt scheinbar keinen Nebel des Krieges, der mehr zugeht. Ist das einmal erkundet? Ist auch ein U-Boot. Einmal erkundet, bleibt es offen. Das heißt, wir bauen mal ein U-Boot. Underwater-Probe. Raketenboot. Aber nicht unter Wasser. Auch nicht so viel, es kostet mich alles immer Punkte. Ja.
Select Group. Möchte die ernsthaft alle der Gruppe hinzufügen, ist das bescheuert. Ah, ist das bekloppt, oder? Warum ist einer tot, weil sie einfach mal. Oder so. War Doppelklick auf einer mal. Sehr nice. Okay. Dann geht es ja doch. Kann ich die angreifen? Ich kann ja gleich nochmal 20.000 Stück davon machen. Oh, da kommt's. Puff. Ja, ich brauche davon ein paar. Zwei sind mir down gegangen. Ich glaube, die vier schaffen es nicht, den zu killen. Aber ist auch egal. Ich habe die Uhr zumindest mal einmal gesehen. Und einmal die Map auch gesehen. Ups. Gott nochmal. Ja, gut, das war's dann eh gewesen. Das schaffe ich dann definitiv nicht. Ah, die Steuerung! Zum Gotzen in dem Spiel. So, wo haben wir hier unseren Scout? Hallo? Wo sind die denn alle hin? Alle weg. Atombomben-Launcher. Was haben wir hier noch? T2 haben wir schon gemacht. Ein richtiges U-Boot, nicht verfügbar in der Demo. Alles nicht verfügbar in der Demo. Man soll ja das echte Spiel kaufen, ja, für 2 Euro. Wäre es mir als sich ehrlich gesagt nicht wert. Dafür spiele ich auf dem Handy einfach zu ungerne. Atombombe abschießen, dafür brauche ich halt Raketen, ne? Atombombe bauen für 11.000. Und ich reife sehr große und starke Reichweite mit Flächeneffekt. Kann ich diese Rakete auf ein U-Boot abschießen? Guck mal, das dauert halt dummerweise nochmal eine Minute. 55,6 Sekunden, wenn ich gleich die 11.000 habe. Aber das würde ich ganz gerne noch wissen. Ob ich damit auch normale Einheiten schießen kann? Wahrscheinlich schon. 55 Sekunden. Kann ich leider nicht beschleunigen. Das ist sehr schade. Ich habe hier hinten noch einen Extraktor gehabt. Also einen Extraktionspunkt. Ich kann die nicht unter Wasser angreifen. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Was passiert, wenn ich hier hingehe? Weil hier ist ja wieder dunkel geworden. Jetzt ist das so tatsächlich Nebel des Krieges. Aber wir gucken uns auch nur die erste Mission an. Reicht ja auch. Oh no. Oh no. Mein Helikopter wurde abgeschossen, du Schwein. Dafür kriegst du eine Rakete ab. Ja, die Turmrakete, sobald sie gebaut ist, wird sie hier rüber geschossen. Dann testen nicht, ob es aufs U-Boot funktioniert. Sondern baller dich weg. Schau mal, ob sich das lohnt. Atombombe abschießen. Ziel der Atombombe wählen. Kaboom! Ein Atompilz. Wir sind wie Bäume rumgeflogen. Deswegen ist es einfach sofort weg. Gut. Ja, Leute, ich würde sagen, das war's gewesen. Mein Spiel zu Rusted Warfare. Ein Real-Time-Strategy-Game laut des Titels. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal dann wieder bei Angespielt. Ciao, ciao.